Herzlich willkommen zu Unterwegs in Dessau 36, ein Infovideo zu Hugo Junkers. Hugo Junkers ist am 3. Februar 1859 in Breit geboren. Er ist am 3. Februar 1935 in Gautingen gestorben. Er war ein berühmter Ingenieur und Unternehmer. Er gründete 1895 in Dessau die Firma Junkers & Co. und war bis 1932 der Eigentümer der Junkers Motorbau GmbH und Flugzeugwerke AG. 1933 wurde er enteignet und der Stadt Dessau verwiesen. Er entwickelte 1892 in der Deutschen Kontinentalgasgesellschaft ein Halorimeter, ein Messgerät zur Bestimmung der Wärmemenge, das 1893 in der Weltausstellung in Chicago die Goldmedaille erhielt. 1894 meldete Junkers den Gasbadeofen, der später als Durchlauferhitzer wurde, als Patent an. 1897 nahm Junkers den Ruf als Professor der Thermodynamik an der Hochschule in Aachen an. Er gründete die Versuchsanstalt Junkers in Aachen. Am 31. März 1898 heiratete Junkers die Dessauerin Therese Benhold. 1908 arbeitete Junkers in Aachen dem Blickfeld auf die Aerodynamik an Flugzeugen. 1910 ließ sich Junkers die Metallflügel patentieren. 1912 ging Junkers zurück nach Dessau und eröffnete im Folgejahr die Motorfabrik. 1915 folgten Entwicklungen des ersten Ganzmetallflugzeuges. Im Ersten Weltkrieg war das Unternehmen ein wichtiger Bestandteil der Rüstungsindustrie. 1926 fusionierte auf Drängen des Reichsverkehrsministers Junkers mit der deutschen Aeroloy und der Lufthansa. Ab dem Ersten Weltkrieg beschäftigte sich Junkers mehr mit der zivilen Luftfahrt. Berühmtheit erlangten die Flugzeugmuster Junkers F-13, G-38 und die U-52-53. 1932 übernahm Robert Bosch AG die Junkers Werke in Dessau. Nach dem Vertrieb Junkers nach Bayern machte er dort verdeckt weiter im Metallbau. Schließlich starb er 3 Jahre nach seiner Vertreibung. Und ich konnte jetzt für euch leider nicht in das Junkers Technikmuseum gehen, weil ich die Drehgenehmigung immer noch nicht habe. Aber auch schon bald kommt natürlich ein Video über das Technikmuseum hier in Dessau. Ich setze euch den Link einfach mal unten in die Infobox. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr unterwegs in Dessau sehen möchtet, abonniert doch die Saar aus Dessau ganz schnell. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und eine schöne nächste Woche. Tschüssi!